Heidi. Ho meine Amigos und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zwar ArkPC. Jawohl, wir sind hier auf unserem Nitrato-Server und also ich als Konsolenspieler komme da einfach aus dem Staunen nicht mehr raus. Für PC-Spieler ist das natürlich alles so, ja, die Mod kennt man, ja, das hat man schon gemacht und hin und her und ne? Aber für Konsolenspieler, Leute, und ich richte mich jetzt hier eigentlich an die Konsolenspieler. Alter, uns entgeht so viel auf Konsole und ich will euch heute mal ein bisschen mitnehmen, was wir bis jetzt gemacht haben, wie es so ausschaut, was für Gegner so rumlaufen. Einfach mal, dass ihr seht, was hier drauf los ist. Dass ihr es wisst, jeder, der einen PC hat, was ein paar Mods verträgt, weil wir haben als aktuell um die 25 Mods, kann auf diesen Server joinen, muss einfach bei mir im Livestream dabei sein, da erfährt ihr das Passwort, IP und bababa. Ne? Einfach bei mir im Livestream dabei sein, dreimal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag, sind wir live auf Twitch, das Ari-TV und wir spielen mindestens zweimal die Woche Ark hier auf dem Server aktuell und jetzt schauen wir mal rein. Okay, Leute, ihr seht schon, ich habe da unten einiges an Buffs und Bibabo wegen der Tech-Rüstung. Aber nicht nur die Tech-Rüstung, wir haben auch von HG ein Skin übergezogen. Wer das nicht kennt, das zeige ich euch kurz. Da ist dieser Rucksack, das ist eigentlich nur ein Skin. Ziehst du drauf, kannst du 5000 Gewicht tragen. Aber das ist noch nicht alles, das ist ein Teleporter. Also man kann sich überall hin teleportieren. Ein Träumchen wäre das auf der PlayStation. Und so schaut es in der Base aus, Leute. Ich habe da noch ein bisschen rumgebastelt. Wir machen das alles im Livestream, Leute. Und ey, es ist so krass. Also die Base ist bei weitem nicht fertig. Auf jeden Fall, wir können alles automatisch einsortieren, sobald wir es einmal in der Kiste angelegt haben. Das geht einfach automatisch. Hier ist meine Werkstraße, sage ich jetzt mal. Da sind ein paar Werkbänke noch nicht. Alle, die ich brauche, nur ein paar. Da kommt jetzt noch Deko-Gedöns ohne Ende. Und hier, schau mal, ich stelle mich da drauf, einmal springen, bin im oberen Stock. Das ist ein Aufzug. Hier oben kommt meine Küche hin. Also da werde ich dann Fleisch kochen, Biberbo, die Kühlschränke haben. Das kommt alles hier. Drücke ich mich, gehe ich automatisch runter. Das gleiche habe ich hier gemacht, weil da, das Krasse, man kann alles, so gut wie alles anpflanzen. Ich zeige es euch mal kurz. Erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock, vierter Stock, fünfter Stock. Jetzt sind wir ganz oben und ihr seht, wir haben da überall Beete. Das Einzige, was jetzt bis jetzt gepflanzt ist, ist da hinten Element. Ja, man kann Element setzen und eine Siliziumperlenpflanze habe ich gesetzt. Das andere muss ich erst noch, weil das ist einfach so viel. Aber es wird automatisch der Kompost verteilt. Hier drin entsteht Scheiße, die packe ich da rein. Da entsteht Kompost und der wird automatisch verteilt. Der Bienenstock macht die Bewässerung und sie erntet alles, was in der Range ist und aktivieren wir halt gut, ne? Aktivieren wir gut, weil dann würde sie auch ernten. Da bin ich, glaube ich, anscheinend auf die Taste gekommen. Auf jeden Fall erntet sie alles, was in der Range ist und dann gehe ich wieder zur Säule hin. Ich nehme das von ihnen hier raus, gehe zur Säule, pack das rein. Und Judis, ne? Hier haben wir ein paar Stromgedöns und hin und her, ne? Also es ist wirklich sehr, sehr krass. Jetzt will ich mal schauen, aber hat die jetzt was geerntet so schnell schon? Nö, hat sie nicht. Schade. Wollte ich jetzt ganz zeigen. Auf jeden Fall, was haben wir an Element? Weil das kommt nur von da, weil das ganze andere Element habe ich ausgegeben. Und zwar haben wir Element. Wo habe ich es denn hingepackt? Das ist einfach zu groß. Das Lager ist so massiv, aber du brauchst den Platz. Das ist ja das Traurige. Du brauchst einfach den Platz. Hier, wir haben 12.733 Element. Das kommt nur von den Beeten. Jetzt geht es natürlich weiter. Tech-Replikator in klein. Es geht natürlich weiter. Diese Kästen haben irre viel Platz und schauen noch dazu geil aus. Muss man einfach mal sagen. Und es gibt natürlich so kranke Tiere. Die Base ist noch nicht fertig. Ihr seht, da oben ist noch offen. Aber fliegen wir mal eine Runde, weil ich will auch natürlich zeigen, was hier sonst zur Phase ist. Dann fliegen wir mal los und schauen mal, was da unten Phase ist, weil hier sind schon immer doch oft krasse Viecher am Start. Natürlich nehmen wir uns da unser Fernglas zur Hand, weil egal wo du hinschaust, siehst du sofort, ah, das ist ein Betri Level 15, männlich, du siehst einfach alles. Aus der Distanz, was brauchst du zum Tamen? Siehst du, da Stimmberries, bla bla bla, was hat der Turbur? Und schlag mich tot, also es ist einfach alles einfach ersichtlich. Ohne großen Aufwand. Ne? Das ist Wahnsinn. Und wir hatten auch schon Bossfights hier auf dem Server. Da haben dann gefühlt alle mitgemacht, weil einfach die Bosse so krass sind mit ein paar
Billionen Leben. Und da kannst du schon viel haben mit Millionen Leben, das wird weggenutzt wie nichts. Wir spielen ja auf der Map Kapalos oder Kapalos oder wie man es auch nennen will. Und die Map ist wirklich schön. Leider ist sie nicht so geil für Primal 4, weil Primal 4 Tiere spawnen hier nicht alle. Du wirst hier nie alle Primal 4 Tiere finden. Deshalb habe ich auch schon mit Nitrado Kontakt aufgenommen. Wir wollen noch einen Server dazu machen, den verbinden und dann praktisch sagen können, okay, wir gehen jetzt noch auf Ragnarok, da gibt es die ganzen Tiere sonst noch und die können wir tamen und alles machen. Ne? Also es macht einfach Bock, Alk macht richtig wieder Bock. Ich war ja schon auf dem Server am Vormittag, ich bin munter geworden, bin runter und habe mir gedacht, hey, komm, steig ein und habe an meiner Base weitergebaut. Das hat es jetzt schon längere Zeit auf Alk nicht mehr gegeben, dass mich auch in der Freizeit gecatcht hat, sondern ich war immer nur im Stream praktisch dabei. Ne? Schau mal, da hat jemand gebaut und fett Bäume gesetzt. Das sind so die Deko-Mods. Du kannst selber Bäume setzen. Und das ist einfach sehr, sehr geil. Und das ist das, was mir einfach auf Konsole massiv fehlt. Weil auf Konsole einen Baum setzen, das wäre halt, ja, so der Traum, ne? Was bist du für einer? Fable? Kann ich dich betäuben? Schau mal, der hat 190.000 Turbo bekommen. Ich glaube, er ist vorher tot, bevor er die Turbo voll hat. Aber wir könnten sie ja mal probieren. Wir bräuchten dann 24 Fable Kibble. Wir brauchen das Vieh nicht. Ich will es auch nur zeigen, ne? Ist ja klar. Da, und jetzt liegt er. Er lebt noch. 20.000 Leben. Geht. Er hat ein bisschen Damage bekommen, natürlich, ne? Aber er liegt. Und du könntest ihn jetzt einfach hingehen und zähmen. Schau mal, was da unten läuft. 198 Millionen Leben. Apex Boss, Primal Megapithecus. Ich glaube, der würde mich so aus den Socken hauen. Ich glaube, der würde mich so aus den Socken hauen, da habe ich eigentlich mit dem Vieh gar keine Chance. Wir hätten andere Tiere auch noch, so übertriebene, mega große Fische und alles so gedöns. Also wir haben da echt komische Tiere, was mega Damage machen. Ich würde so gerne sehen, was der Schaden macht. Ne? Das wäre einfach interessant, aber ich glaube, man will es nicht wissen. Ich kann es auch nicht tamen, den Sauhund, ne? Hör mal, bei denen. Oh, 43.000? Och, ich dachte mir, bei dem machen wir gar keinen Schaden. Oh, 87.000? Ja, aber bis wir da jetzt 200 Millionen Energie runter haben, da kam es anders. Ich glaube, der schmeißt gleich was rauf. Ich glaube, der lässt sich das nicht lang gefallen. Ich würde den jetzt gern töten, ne? Habe ich irgendein Tier mit, ein krasses? Nö, hat er nicht. Ein Quetz vom Bau noch. Okay, dann lass mal. Warte, weißt du was? Wir teleportieren uns weg und kommen wieder mit einem krassen Vieh. Das machen wir, Leute. Dann kann ich euch da zeigen, wie das ist. Schau mal den Oschi an. Leute, schaut mal den Oschi an. Der hat jetzt auch nur 5,3 Millionen. Aber der macht extremen Damage. Wir probieren's. Komm, scheiß drauf. Wir probieren's, wenn er drauf geht. Ist halt blöd gelaufen, aber wir probieren's. Was soll schon schief gehen, oder? Ist ja nur ein Boss mit 100 Millionen Schlagmechtotleben. Ne? Also was soll denn da schon passieren? So, wo ist er denn, unser Affenfreund? Da unten ist er. Schau mal. Da kommt auch was an. Was bist du? Origin. Achso, der macht ja auf STRG den Schaden, oder? Ah, was kommt da alles an? Rocktrick? Ein normaler Rocktrick? Was will der von mir? Oh, jetzt kommt der Boss. Gar nicht. Ey, schau mal, was wir Schaden machen. Schau mal, wie die Energie runtergeht. Nochmal, dann ist er tot. Ja, easy, Leute. Ist schon besiegt. Was ist da noch? Origin Direbear? Alter, der hat ja auch so viel Energie. Warte, den müssen wir auch gleich legen, weil den brauche ich jetzt nicht da nebenbei, wenn ich da beim Chillen bin. Jetzt komm her. Am besten ist, wenn hinter ihnen eine Wand ist und sie kommen dann nicht mehr raus. Da geht's richtig los mit Schaden. Schau mal an. Die Zahlen, Leute, die Zahlen. Das ist so abartig. Schau mal, wie es die Energie runterzieht. Die Millionen gehen in Hundertsteltakt runter. Komm, nochmal. Ey, zieh durch, mach die Attacke, Mann.
Ey, das ist so übertrieben. Die Vierer sind einfach so geil. Also macht einfach so Spaß. Das ist einfach so cool. Aber für gewisse Bosse hast du mit dem keinen Chance. Also bei gewissen Bossen bringt der genau einen Scheiß. Ja, 5, zack, und tot. Schauen wir mal, was wir jetzt alles bekommen haben. Gönnt doch mal. Wir schauen mal rein bei ihm. Darf ich reinschauen? Nö, darf ich nicht. Machen wir so. Er hat jetzt das alles, weil er war ja vorher leer. Und jetzt gehen wir runter und bauen die Sau ab, weil weil wir das tun, weil wir das brauchen, weil wir das können. Nova Destroyer und das war der Origin Bear. Den bauen wir jetzt einfach mit der Spitzhacke ab. Komm, scheiß drauf. Bauen wir einfach so ab. Warum bekomme ich da nichts? Okay, Inventar ist leer, das passt, aber warum bekomme ich da nichts raus? Da, jetzt! Okay, ja. Anscheinend hat das alles der Destroyer eingesammelt. Aber von ihm da hinten, warte mal, lassen wir mal da Cookie Cookie, was der Affenschädel noch sagt. Der ist auch weg. Ich glaube, das hat alles er abgebaut. Da, er ist unsichtbar. Er hat aber auch nichts drin. Mann, das ist manchmal komisch mit den unsichtbaren Scheißdingen. Ne? Aber man kennt Alk, Leute. Man kennt ja Alk. Da ist man einmal durch. So, aber schauen wir nochmal. Wir haben natürlich die Trophäe bekommen. Und wir haben das Zeug bekommen. Origin Goliath, Origin Flat Boots, die sind mega krass. XP Potion, Munition, Heal-Zeug, was ich mitgenommen habe, haben wir jetzt auch bekommen. Federn, Tame XL, bla bla bla. Also wir haben echt sehr, sehr geiles Zeug bekommen, was dir wirklich weiterhilft. Oha, was bist du? Alpha Fireweaver? Ja gut, der ist... Das ist natürlich mit so ein Tier-Frühstück. Ne? Da ist nichts dabei, Leute. Leute, Map ist geil, Mods sind geil und die Mitspieler sind auch einfach nur Liebe. Es sind alles echt... Warum passt da die Grafik nicht? Habe ich jetzt auf dem Server noch nie erlebt, dass die Grafik so rumpackt. Das kann ich normal nur von PlayStation. Muss man echt sagen, also wer einen PC hat, kann gerne joinen. Das ist schon sehr, sehr geil. Das macht auch sehr viel Spaß. Da ist einfach wieder so richtig die Lust an Ark. Das ist... Aber mir ist einfach heute nur um das gegangen, Leute, dass ihr wisst, was macht denn das Harry eigentlich die ganze Zeit? Jetzt ist kein Video gekommen. Was macht er denn? Natürlich hat er viel privat um die Ohren und bibabo. Und dreimal die Woche Stream und dann will er auch nicht jeden Samstag in mein Kämmerlein hocken und da Videos schneiden. Deshalb hier mal ein kleines Update, ne? Einfach mal ein kleines Update. R-Giga. Ein R-Giga. Ja gut, R-Giga, der ist erledigt und das war's mit ihm, also der kann gar nichts. Hier steht auch so eine kleine Base, seht ihr? Mit einem Affen drauf. Also, jeder hat seinen Geschmack, der andere hat einen Affen und der andere hat das. Aber jetzt wird's dunkel und im Großen und Ganzen wisst ihr, um was geht, oder? Wenn ihr Interesse dran habt, Leute, ihr könnt gern bei mir auf Twitch zuschauen. Wir zocken das, da ist auch oft der Dave dabei und so weiter und so fort. Und ansonsten könnt ihr auch gerne joinen, einfach beim Stream dabei sein, einfach fragen, hey, wie komme ich drauf, dann bekommt ihr alles. Hat natürlich Sinn, ne, damit ein paar Zuschauer auch dabei sind. Logisch, ne, muss ja alles, ne, so, ihr kennt es. Leute, das war's auf jeden Fall von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser kleinen Vorstellung und wünsche auch immer einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Es war mir eine Ehre, Hobby, Derde. Ciao, ciao und macht's gut.